Jetzt kommt aber die neue Folge hier. So, jetzt habe ich fast alles an meinem Inventar gegessen, um mich zu heilen. Und jetzt kann ich weiter gegen Lurker kämpfen. Oh, da ist ein Varan. Und das ist lauter Lurker. Oh, bin dran. Ah, da komme ich hinten wieder die Ding hoch. Okay. Ich bin aber überlegen, ob ich nicht darüber zu dem Schiffswrack gehen soll. Da ist halt auch ein Lurker. Also die Lurker machen mir keine Probleme eigentlich, aber... Oh, das sind drei Lurker. Gegen drei Lurker zu kämpfen wird schwierig. Gleichzeitig. Ja. Ihr Lurker-Futter will ich halt auch nicht werden. Theoretischerweise, weil ich jetzt 50 Pfeile habe, könnte ich mich auch einfach da oben drauf stellen. Au. Oh ja, okay, das wird nichts. Ich hätte mich jetzt da hochgestellt und dann mit dem Bogen runtergeschossen, hätte ich die Shotgun gemacht, aber... Nee. Muss ich ein bisschen lauter machen. Aber ich guck mal, wie es am Endeffekt dann im Video sich anhört. Geht ein. Oh, ein Langschwert. Ein Gürtel. Wieder ein Gürtel. Was macht denn der Gürtel? Beschützergürtel. Nice. Bevor ich frage, warum ich immer Gürtel sage, ich kenne halt einfach. Ich kenne so eine. Die kommt aus Thüringen. Und ich sag nur Gürtel statt Gürtel. Oder Kürbis. Ich sag viel immer Ö. Was eigentlich ein Ü hätte. Ich find's lustig. Und das im tiefsten Bayern. Wisst ihr, das ist halt. Das ist halt Frevel. Frevel, Schwefel. Kann man auch nur wegen. Okay, die studiert ja nicht mal. Ihr Freundin studiert. Was anderes. Aber das ist schon sehr mutig. Muss ich schon sagen. Dafür bewundere ich es tatsächlich. Ein wenig. Aber gut, ich wollte ja auch schon wegen Instinct 3 nach Berlin ziehen. Also. Wenn ich die Stelle damals bekommen, Leute. Dann würde hier ein anderer Wind wehen jetzt, glaube ich mal. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich keine gute Idee machen, sondern würde ich einen beschissenen Hype mitnehmen, den es gibt. Wäre ich so eine Hype-Hure. So wie Revi. Wenn jemand von euch Revi guckt, dann deabonniert mich bitte. Ich mag diesen nicht. Ich will es nur mal gesagt haben, okay?
War nur ein Joke, aber trotzdem mag ich ihn nicht. Typisch Schmutz. Oh cool. Ich weiß, dass er ein paar Millionen Abonnenten mehr hat als ich und so, aber der Typ ist ja auch nur ein paar Jahre älter als ich. Ich weiß nicht, wie alt ist. Ich glaube, der ist 28. Also, ich weiß auch nicht, wann er Geburtstag hat. Er ist aber effektiv halt 6 Jahre älter als ich. Das macht jetzt nicht so viel aus, Alter. Das macht jetzt nicht so viel aus. So, der Assi ist ein Newcomer. Der ist schon hier seit 7 Jahren macht, seitdem er 15 ist. Ein Amulett? Geil. Auge Innos, oder? Nein, Amulett der Erzhaut, noch besser. Also jetzt krieg ich hier aber den Schutz reingeballert. Richtig reingeböllert. Oh, ich habe einen 100er Beutel. Ich habe einen 100er Beutel. Kann ich mir bald die schwere Söldnerrüstung kaufen? Weiß gar nicht mal. Ich glaube, wie viel war die wert? 2100? Und ich brauche die definitiv auch noch, wenn ich hier gegen irgendwas kämpfen möchte. Ja, 1400, dann ist die andere 2400, ja, ich bin nicht bei Yu-Gi-Oh! 2100, wenn dann bitte der Herr. Ah nein, möglich ist alles. Ich wollte erstmal meine Stärke steigern und dann, das sind doch alles nur Gerüchte, und dann gucke ich nach der Rüstung. Und dann verkaufe ich noch meine Felle, die ich da gefunden habe. Muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Mich fragt ja keiner. Jo, Pargun. Ich habe Felle für dich. Ich habe ja ein paar. Das Fell von Keilern. Die sind schnell. Mach weiter so. Alle sind gerannt wie die Hase. Bring mir was bei. Ich war ganz allein. Der arme Kerl kann einem leid tun. 60 Stärke habe ich hier. Wissen müssen. Zählt denn sowas? Habe ich was, was mir nicht stark gesteigert? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Oh, ja. Okay. Jetzt kann ich eigentlich. Mich fragt er. Eigentlich? Jo, hey, Söldner. Du hast nur ein Ding. Ein Beil. Ah, das ist der Söldner. Der pennt jetzt die ganze Zeit. Ich würde hier gern irgendjemanden verprügeln. Mich fragt ja keiner. Vielleicht müsste mich fragen, der keiner. So weitergehen. Ja, es kann auch ewig nicht so weitergehen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Vielleicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Gibt mir gar keine Erfahrung. Da ist nichts zu holen. What is low? Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Warte mal. Warum erfahre ich das jetzt erst? Er rennt wie so ein Bescheuerter. Das gibt doch auf einmal. Eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Wer erzählt denn sowas? Irgendjemand hat seine Waffe gezogen. Ich hätte das nicht gedacht. Und ich weiß nicht wer. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Man kann auch sein, dass irgendjemand trainiert. Ich glaube, da hinten, oder? Das habe ich auch gesagt. Ah ja. Wer erzählt denn sowas? Meister Schwertkämpfer. Das hätte er doch besser wissen müssen. Oder war das der? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ach, der hat sich dahin bewegt. Sepp, du stehst auf dem falschen Platz. Gib einen Platzverweis. Geh nach Hause, Junge. Bürgerkleidung. Aquamarin schon mal gesehen. Warum habe ich hier echt eine Lichtrune? Braucht halt erster Kreis. Moin. Buch des Wissens, Lernpunkte plus 2. Moin, das wäre doch keine schlechte Idee, hätte ich gehört. 38 für den Degen, okay. Gucken. Ich hier wieder. Gucken, Namaste.
irgendjemanden hier Dings lernen können. Man erzählt sich ja so einiges. Stärke über 60 auf jeden Fall. Glaubst du das? Marien hiervon. Muschelfleisch. Geil. Warum erfahre ich das jetzt erst? Nichts zu holen. Das ist doch nichts zu holen. Glaubst du wirklich? Man erzählt sich ja so einiges. Zeig. Da gibt's eine Menge in den. Komm. Komm schon. Komm schon. Ja! Bei dir kann ich eine schwere Söldnerrüstung. Ja, nur 2100 Gold. Ja, jol. Nice. Krieg ich den höchsten Schutz. Etwas ändern. Ach, bin ich getrunken. Ein Lee? Nennt mich Lee! Meine Meinung kennst du ja schon. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Warum erfahre ich das jetzt erst? Genau. Stimmt, ich kann auch meine Mission abgeben. Hey du. Ich hab die Milizsoldaten getötet. Die Milizsoldaten sind tot. Alle Achtung, dann muss ich es nicht mehr machen. Hier, deine Belohnung. Eine Rüstung? Das ist doch schon lange bekannt. Nein. Ich kann das nicht glauben. Ich kann's auch nicht glauben. Ich werde nächstes Mal meine Zweihandfähigkeit verbessern. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Verstehe. Du musst schnell den Ring ablegen. Und lern noch schnell 2 Punkte Stärke. Und dann geht's ab. Dann gehe ich mal zu den Milizsoldaten und helfe dem, ihr. Meine Meinung will ja keiner hören. Weiterzukommen. Ich hätte das anders gemacht. Wo hast du das denn schon wieder her? Ich hätte das anders gemacht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch Warte glauben mal. Soll. Warte mal. Das kann nicht geben. Ja, das hat er wirklich behauptet. Von selbst ist... Davon lasse ich die Finger. Hier erfährt keiner was. Penne ich jetzt mal bis Mittag. Das kann 2 Stunden. Nicht ewig so weitergehen. Aber 1,5. Wollen wir realistisch bleiben? Bis Mittag. Hat aber so einen coolen Gürtel. Bring mir was. Vor den Ring ausziehen. Bring mir was. Oh. Okay, er kann meine Stärke noch mehr erhöhen. Das ist gut. Ich habe 72 Stärke. Aber ich kann halt immer noch nicht den Dingens tragen. Oder das Langschwert. Das ist halt mies. Oh. Was ist das für eine Waffe? Gar keine Waffe. Außer ein Bogen. Mach aber jetzt mal schnell einen Cut und dann sehen wir uns gleich da unten wieder. So. Da ist ein einsamer Wolf und den töte ich jetzt. And his name was Ifan. Mache ich hier mal noch die Viecher platt, damit ich mit dem, damit ich hier recht easy noch mit dem Looter durch kann, mit den Milizsoldaten. Weil jetzt habe ich bloß irgendwie 3 Folgen lang nur Viecher bekämpft und Milizsoldaten getötet am Strand. Ich kann mir aber auch den einen in die Gruppe holen.
nichts zu holen. Und da, aber ich hab, doch, ich hab die 100 Gold. Und dann verprügele ich ihn am Ende und hol mir meine 100 Gold zurück. Genau. Wann kann ich mit denen die Schattenläufer töten? Auf den Waffen. Das habe ich dir nicht erlaubt. Die Snapper da drüben machen mir mega die Sorgen. Habe ich euch schon mal gesagt, dass tatsächlich die Kampfschwierigkeit hier von der Mod echt hoch gerechnet, recht hoch ist. Stand zumindest auf der Beschreibung von der Seite. Also von der Mod-Seite. Das Bein. Und es hat gar nicht mal so unrecht hier. Also dafür, dass ich nicht so den Skill habe, komme ich ja echt recht gut klar. Zumindest was das gute Kampfsystem betrifft. Ich bin hier kein Meister. Mit ein paar Sachen, die gehen schon. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das klappt. Ist auch mehr ein Versehen, ihn so anzugreifen. 20 Punkte. 20 Punkte. Dafür, dass diese hässlichen kleinen Feldräuber so behindert sind. Ich muss mal gucken, ob in den Spieldateien, ob ich dieses Model von den Monstern herausholen kann, weil da wollte ich noch ein paar lustige Sachen mitmachen. Okay, der Feldräuber kommt nicht her. Um an den ranzukommen, brauche ich eine bessere Waffe auch. Noch. Gemerkt. Noch eine bessere Waffe. Ist hier. Noch. Eine Wasserflasche. Die brummeln mich schon an, die Snapper. Ich muss mich auf eine Konfrontation bereit machen. Ich muss gucken, ob ich einen Snapper schaffen kann. Komm her, Snapper.
Aber die gehen ganz gut. Snappy, snap, snap. Komm her. Schnapper. Ja, du warst ein Schnapper. Ja. Bin mir eigentlich, muss immer noch zu. Oh, nice, Mana. Fällt mir eigentlich, muss immer noch zu diesem Einrichtungsladen, wo ich mal hingehen wollte. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Ah, das muss ich mal nachgucken. Meine Google-Story bestimmt eh mit drin. Und ich frag Vanessa. Die weiß das auch. Die hat mir den Laden ja schließlich empfohlen. Ich würde mal nach Einrichtungsgegenständen gucken. Da ich ja eventuell umziehe. Erzählt es aber bitte niemanden. Außer Storm. Der weiß das schon. Weil ich mit ihm nach Wohnungen suche. Und dann dachte ich mir, gucke ich mir da mal ein paar Sachen an. Ein bisschen Deko und so. Und ich wollte eh noch ein bisschen Deko für den, wisst ihr, für meinen Stream-Hintergrund, weil ich möchte dann eigentlich, ich habe mir geplant, dann so einen gewissen coolen Hintergrund zu machen mit so ein paar Sachen, also mit so einem Regal und so, dass ich das so hinstelle, dass wenn ich dann, oder wenn ich hier mal mit Facecam spiele und so, dass ich dann, dass er das dann sieht, dass da so ein Hintergrund ist, und vor dem ich auch eventuell filmen kann. Zum Beispiel, wenn ich da irgendwie was mache. Okay. Keine Ahnung, wo ich hier bin, aber hier gibt es Sachen. Und da oben ist ein Scavenger. Und ihr wisst, die Scavenger, die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Okay, der Scavenger ist lost. Ihr könnt in den Lost Minds of Benderlin. Ich muss mir auch noch Gedanken zu dem Banner machen. Ich habe halt momentan null Plan, was ich da. Ich habe eine Freundin gefragt, ob die mir nicht einen Banner machen möchte. Einen besseren als den ich jetzt habe für meinen Kanal. Und ich muss mal gucken, was ich da so in. Was ich da so. Oder ja, was mir so in den Sinn kommen würde, was ich auf dem Banner haben will. Das ist halt so die Sache. Ich würde ihn auch selber machen. Aber die ist ein bisschen besser in dem Ganzen als ich. Im Gegensatz zu mir hat die Mediengestaltung für. Was war das? Ich glaube. Werbung und sonst irgendwie sowas. Gelernt. Und ich habe ja vor, bloß Mediengestaltung für Bild und Ton zu machen. Das sind wiederum zwei andere Themenbereiche. Und ich würde ihn halt laienhaft zusammenstellen. Und da Zilli mir, obwohl er das auch kann, er mir natürlich nicht antwortet, da sein Studium anscheinend anspruchsvoller ist, das ist er für sein Studium irgendwie mehr momentan natürlich ein bisschen viel Zeit braucht als halt Aram. Was willst du von mir? Lass mich passieren. Lass mich passieren. Einen Dreck werde ich tun. Aram ist Aram. Jetzt weiß ich, warum der Milizsoldat hier hoch wollte. Eine Innerstadt.
Ja, gut. So. Hier, nimm mal einen Heiltrank. Hey, danke, Mann. Okay, los geht's, folge mir. Oh, stimmt, da war ja was. So. Habe ich ihn wieder aus dem Busch, Gebüsch befreit. Sind wieder lange Folgen hier. Der andere war auch schon fast 25 Minuten lang. Hey, da ist ein Lederbund. Hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das Zeug hier muss spawnen. Das sind wahrscheinlich die Leichen der Monster. Die haben immer eine gewisse Prozentchance, dann hier Lederbeutel zu spawnen. Wäre weird, wenn das so wäre. Jo, hallo. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir? Junge.